Dies ist der zweite Teil des Videos zur Immunabwehr. Hier wird euch erklärt, was für Bestandteile und Mechanismen das spezifische Abwehrsystem beherbergt. Die unspezifische Immunabwehr ist immer sofort einsatzbereit. Bei dem spezifischen dauert es allerdings immer ein wenig länger, denn dessen Zellen, die Lymphozyten, müssen erst noch geschult werden, um die Erreger an deren Fingerabdruck, den Antigenen, zu erkennen. Dann allerdings vermehren sie sich tausendfach durch Zellteilung. Die Lymphozyten kommen aus dem Lymphsystem und sind besonders hoch konzentriert in den Lymphknoten, in denen bei Krankheiten vermehrt Zelltrümmer und andere toxische Stoffe abgebaut werden können. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Sofatutor.com. Gute Bildung zu Hause.